Double Alpha hat ein neues Holster rausgebracht, ganz frisch auf den Markt seit wenigen Wochen, und zwar das Double Alpha Max. Dieses Video wird jetzt zweigeteilt sein. In einem, wir fangen jetzt erstmal an, Unboxing und der Zusammenbau des Holsters, denn das Holster kommt quasi in Einzelteilen, und danach meine persönliche Meinung zu dem Holster. Also wir bauen mal ganz kurz die Kamera um und dann geht's weiter. Geliefert wird das Double Alpha Max in dieser Hartschalenverpackung. Sehr schön, finde ich eine recht gute Sache. Also dieses Holster gibt es für vier unterschiedliche Waffentypen. Wir haben einmal für die CZ Shadow 1, SP01, CZ75, Tanfolio Stock 2. Die zweite Plattform wäre hier die Glock. In diesem Fall gebaut ist es für die Glock 34 Gen 5. Laut der Herstellerwebsite und laut Saul Kirsch passen aber auch andere Glock-Modelle hier rein. Dieses Holster ist für die Glock-Plattform. Ich habe hier meine Glock 17. Zur Verfügung gestellt wurde es von Best for Shooters. Die dritte Plattform ist die Sig Sauer P320, P320 RX, P320 X5 und die X5 Legion. Und die vierte wäre dann Tanfolio Stock 3, derzeit nicht erhältlich bei Double Alpha. Also, das sind die drei Plattformen. So, wir packen das ganze Ding mal aus, ziehen einfach hier den Pappschieber runter, machen mit dem Reißverschluss die Hartschalentasche auf und haben dann hier die ganzen Teilchen. Wir haben hier den Holsterkorpus, hier haben wir die Gürtelmontage, dann haben wir hier oben das entsprechende Montagewerkzeug und eine Schraube. Die Verpackung können wir dann dementsprechend mal weglegen. So, wir packen jetzt einfach mal das Werkzeug aus und die Schraube und legen es mal vor uns hin. Dann packen wir die Gürtelhalterung aus. So, das ganze Ding kommt, wie gesagt, in Einzelteilen, wie man hier sehen kann. Wir haben hier unsere Gürtelhalterung, Gürtelklammer, das ist so Double Alpha typisch von der Form her, mit zwei Federblechen oder Edelstahlblechen zum Fixieren am Gürtel, Standard Double Alpha und Koppelhöhe. Wir haben dann hier zwei Rundstahlführungen. Da kann ich mit dem größeren der beiden Torx-Schlüssel kann ich hier entsprechend öffnen und habe dann die Möglichkeit, das Holster in der Höhe am Körper entsprechend zu positionieren, so wie ich es gerne möchte. Ziehe das ganze Ding dann wieder fest und das Holster bleibt an Ort und Stelle. So, dann haben wir hier diese Vertiefung. Dort kommt Gegenpart dazu des Holsters entsprechend rein. Dann nehmen wir die mitgelieferte Schraube, setzen die hier hinten ein und nehmen wieder den großen Torx-Schlüssel und setzen die Schraube hier ein. Kurzer Wechsel, festziehen, gut ist. So, damit haben wir ja schon mal das Holster entsprechend zusammengebaut. Wir haben jetzt hier eine schräg gelagerte Torx-Schraube, die können wir dann entsprechend lösen. Die ist schön fest. Wie man sieht, man muss auch nicht viel lösen, wenig reicht. Und dann kann ich das Holster an der Montage am Gürtel drehen, neigen und kippen und in die Position einstellen, wie ich es möchte. Das kann ich auch machen, während das Holster am Gürtel montiert ist. Das ist extra so positioniert und angeordnet, dass das auch funktioniert. Da ist ein Kugelkopf drin und daran kann ich letzten Endes das ganze Ding einstellen. Wir haben dann hier den kleineren der beiden Torx-Schlüssel. Damit können wir dann hier entsprechend die Gürtelmontage fixieren und festmachen. So, das ist ganz quick and dirty, wie das Holster zusammengebaut wird. Zweiter Teil ist Passform und Retention. So, hier geht Double Alpha einen etwas anderen Weg. Und zwar haben wir hier zwei federnd gelagerte Walzen, die letzten Endes hier unten am Abzugsbügel die Retention ergeben. Das Holster ist ganz dezent über Maß. Das heißt, diese Schraube hier unten ist auch nicht für die Retention gedacht, sondern das ist einfach nur die Klemmung. Aber da brauchen wir nichts dran zu drehen. Das Holster ist leicht übermaß gefertigt, weil eben für eine ganze Bandbreite von Glockmodellen das ganze Ding gedacht ist.
So, ich habe jetzt die Möglichkeit, über diese Rändelschraube hier, nenne ich sie jetzt einfach mal, den Ziehwiderstand entsprechend einzustellen. Ich kann das Ding total locker machen und da wird der Widerstand immer leichter. Ich kann das Ding fester ziehen und das geht dann so mit so viel Spannung da drauf, dass ich die Waffe fast gar nicht mehr gezogen bekomme. Man hat also die Möglichkeit hier ohne Werkzeug, und das ist das Besondere, was ich eigentlich recht gut finde, die Retention, also den Ziehwiderstand, so einzustellen, dass es für einen passt, während die Waffe im Holster steckt, am Körper ist. Damit habe ich tatsächlich die Möglichkeit, das blind einzustellen. Eigentlich ziemlich cool. Im Großen und Ganzen finde ich das Konzept des Holsters sehr interessant. Es ist mal etwas anderes von der Machart her, hat aber in meinen Augen diverse Downsides. Und jetzt kommt mein persönlicher Eindruck. Und das ist der Grund, warum ich das Holster nicht an der Koppel montieren werde und auch nicht verwenden werde. Das heißt, das Holster geht wieder zurück zum Andreas. Tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber ich möchte hier auch ehrlich sein. Ich finde das Holster vom Grundkonzept her sehr interessant und ich finde die Art und Weise sehr interessant. Sehr unglücklich finde ich die Wahl der Kompatibilität. Ich bin jetzt kein IPSC-Schütze, so, aber dieses Holster richtet sich in erster Linie an IPSC, USPSA, IDPA und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, weil ich diese Disziplin nicht schieße, welches Glockenmodell dort in erster Linie zum Einsatz kommt. Aber wir haben jetzt hier zwei Sachen. Ich glaube, das fällt euch auch so schon ein bisschen auf, wenn ich das einmal mal hier vor euch hinlege. Wir haben vorne an der Mündung im Holster bei einer Full-Size Glock, also sprich die Glock 17, das ist eine Full-Size, haben wir hier unten, Raum, gucken wir mal, ob man das im Licht sieht, ich weiß es nicht, haben wir hier fast 2 cm Luft. Das heißt, die Waffe sitzt im Holster sehr hoch. Das mag jetzt erstmal auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz so dramatisch sein. Ich persönlich finde es einfach, und das Auge ist nun mal mit, ein bisschen unglücklich. Wenn ich jetzt einfach mal dagegen halte, optisch gesehen, hier jetzt mit meiner Airsoft Glock 17, das sieht einfach optisch, ich weiß nicht, ein bisschen runder aus, ein bisschen kompakter aus, ein bisschen schicker aus. Hier mit dem Gear Maniacs Holster. Dadurch, dass dieses Holster für die Glock 34 gebaut ist im Grundsatz und andere zwar reinpassen, habe ich natürlich hier unten den Holsterkorpus deutlich länger, als ich es eigentlich für eine Glock 17 bräuchte. Universalholster ist eine schöne Sache, aber aus meinem Gefühl her wäre ich lieber hingegangen und hätte gesagt, ich nehme eine Mainstream-Waffe wie die Glock 17 und mache das Holster für die Glock 17. Und wenn unten die Mündung einer Glock 34 rausguckt, ja mei, das ist weniger dramatisch, wie ich finde, als wenn das einfach unproportional aussieht. Und das ist das, was ich finde. Ich finde, irgendwie wirkt das Holster in der Form in meinen Augen zur Waffe unproportional. Und wie gesagt, viele von euch, das ist ja etwas, was auch immer wieder in den Kommentaren kommt, sehen das Thema der Ästhetik, der Optik. Und hier finde ich es einfach sehr, sehr schade. Es kann sein, dass zu einem späteren Zeitpunkt für weitere Waffen oder Glockenmodelle spezifisch dieses Holster produziert wird. Ich weiß es nicht. Hinzu kommt auch, es ist hier für die Gen 5. Ich weiß jetzt auch nicht, ob bei der Gen 5 zum Beispiel hier vorne der Abzugsbügel etwas anders geformt ist, weil ich hier nämlich nicht den Eindruck habe, dass es irgendwie richtig, ja, tief genug runtergeht. Ja. Aber wir haben hier halt diesen Anstoßpunkt im Holster, wo der Abzugsbügel gegenstößt und tiefer geht es einfach nicht. Wie gesagt, das Grundkonzept finde ich sehr gut. Ich finde es sehr stimmig, ich finde es eigentlich auch optisch gesehen, wenn ich das Holster so halte, eigentlich sehr schön. Sehr schade finde ich halt, wenn ich das jetzt einfach mal hier so dran halte, dann sehen wir ja, wie viel Material zu viel hier dran ist. Wenn ich diese 2 cm runternehme von dem Holster, würde es optisch in meinen Augen eine runde Sache ergeben und wesentlich schicker aussehen. Aber so finde ich, ist es irgendwie mit der Glock 17 zumindest wie gewollt und nicht gekonnt. Wäre eine Glock 34 sein eigener, hey, geile Geschichte, finde ich. Ist ein schönes Holster, ist genau das Richtige oder wäre halt noch eine von der längeren Version der Glock hat, denke ich mal, ist es absolut top. Für mich ist es halt nichts, deswegen geht das Holster zurück zum Andreas, was aber auch nicht weiter schlimm ist. So, das ist das Double Alpha Max.
Gutes Konzept, wie gesagt, schade in der Wahl der Grundwaffen, aber so ist das nun mal. Man kann nicht alles haben. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal.